Wir befinden uns hier bei der Meyerwerft in Papenburg. Wir haben die Aufgabe, mit dem LG 1750 ein komplett vormontiertes Glasdach von 30 Meter Breite und 40 Meter Länge mit einem Gewicht von brutto inklusive Anschlagmaterial von 135, 138 Tonnen auf dieses neue Schiff zu heben. Die Schwierigkeiten waren eigentlich, sage ich mal, die 20 Anhängepunkte gleichmäßig zu belasten. Über die Traversen, über die Seile, die mit Spannketten eingestellt worden sind und dass die alle gleichmäßig ziehen. Ja, und wie gesagt, das hat man gesehen, dass diese ganze Vorbereitung wesentlich zeitaufwendiger war als der Hub selber. In der Derrickbühne sind 260 Tonnen Ballast. Auf der Drehbühne liegen 250. Also er ist noch nicht voll ausgelastet. Wir können ihn ja noch weiter ballastieren, aber für den Hub war das ausreichend. Das Schiff ist ausgedockt. Das ist eigentlich nur ein Drittel eines neuen Kreuzfahrers. Und dieses Dach, was hier außen vorgefertigt worden ist und draufgehoben worden ist, kann in der Halle nicht montiert werden, weil die Halle dafür zu niedrig ist. Wir standen in ständiger Verbindung mit dem Deutschen Wetterdienst, die uns dementsprechend auch die Gewitter gemeldet haben, die eigentlich hier auch zwischenzeitlich schon eingetroffen sein sollten, die sich aber wieder verzogen haben. Der Kran ist 8 Jahre, ist einer von unseren dreien. Ja, und ich bin ein Fan vom LG 1750, ja, weil er so viele Einsatzmöglichkeiten hat. Er ist sehr, sehr kompakt für seine Größe. Er hat sehr gute Traglasten.